Was geht? In diesem Video zeigen wir euch verschiedene Typen von Autofahrern und dann kam Chris von Rent-A-Vision für das geile Auto. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Geil! Kennt ihr die Typen, die übelst abheben, wenn sie ein geiles Auto besitzen? Oha! Oha, was für Auto, kann ich ein Bild machen? Oha, schau mal dein Leben, Alter! Was für Abgrund, Alter! Junge! Tala? Digga, weißt du, wer ich bin? Wer bist du denn, Digga? Woher kennst du meinen Namen? Komm mal ein bisschen runter, Alter. Was ist hier los, Alter? Junge, ist ja richtig eklig. Auf mal weiter. Schämst du dich nicht, Alter? Ich kenn ihn nicht mal. Oh, fuck, ja. Lass mal liegen. Boah, was eine Technik. Direkt zum Verlieben. Direkt zum Abheben. Um cool zu sein. Entschuldigung, kannst du mir sagen, wie spät ist das bitte? Nee, Mann, sorry, kein Interesse. Lauf mal bitte weiter. Ich hab dich nur nach der Uhrzeit gefragt. Wie abgehoben. Lauf doch einfach weiter, ja. Dann gibt es auch den Nichtsgönner. Guck mal den an, wie der nach Fehlern sucht. Und dann, Lou, wie findest du mein Auto? Einfach perfekt, wa? Wie viel hast du dafür gezahlt? 140.000 Euro. 140? Ja, 140.000. 140.000 Euro für so ein Drecksauto? Was für Dreck? Das ist ein Monster. Und was denn? Digga, bitte, guck mal, das ist Pappe. Hey, Junge, das gehört nicht mal zum Auto. Was willst du von mir? Ach so, oh. Ja, guck dir doch mal diese Reifen an, Digga. Was ist denn das, Junge? Das ist richtig billig. Nagel neu, Digga. Was für billig? Richtig billig, Junge. Junge, die haben dich richtig verarscht. Was da steht ein Liter. Das ist ein 1-Liter-Motor. Junge, sogar mein Roller hat mehr. Was ist denn das? Hä? Ja, nicht? Hä? Junge, guck doch mal einfach Carbon-Spoiler. Digga, was für Carbon? Willst du mich verarschen? Digga, das ist Plastik. Was für Plastik? Das ist Digga, Carbon? Digga, das ist Plastik. Die haben dich richtig auf den Kopf genommen. Ich weiß gar nicht mal, was ich zu dir sagen soll, Digga. Du findest jedes Mal einen Fehler. Weißt du, was traurig ist? Was denn? Hier steht auch 1 Liter. Das ist peinlich. Mach das nur weg. Komm, Danilo, steig ein. Ja, was denn das, ja? Was denn? Junge, weißt du, wie eng das ist? Ich krieg richtig Rückenschmerzen. Hä, wieso? Ja, weißt du, der ist einfach zu eng. Digga, das ist ein Sportwagen. Was erwartest du denn? Ja, was mach ich jetzt hier? Sag doch mal. Ist Sound gut? Ja, du musst Bremse drücken und Start drücken. Oh, Junge. Digga, ja, weißt du was? Ich hab keinen Bock mehr. Tschüss. Scheiße, ja. Kauf dir mal ein neues Auto. Also, ich will ja nichts sagen, ne, aber eigentlich gönn ich ihm gar nicht dieses Auto. Das ist mies geil, ja. Dann gibt es noch die Frauen, die keinen Plan von Autos haben. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Danke, Papa, dass du mir das Auto gekauft hast. Ich komme nicht mal rein. Egal, Fenster ist offen. Ja. Boah, was für ein Auto. Man muss hier schon reinklettern, ey. Boah, jetzt bin ich noch auf der falschen Seite, ey. Scheiße. So, das wäre jetzt auch mal geschafft. Jetzt brauche ich noch den Anschnaller. Oh mein Gott, warum ist das so lange? Was soll ich denn damit anfangen? Ach, egal. So, das hier drum. Und dann. Boah, irgendwas stimmt. Also, nee, ich. Scheiße. Das stimmt nicht. Nein, nochmal von vorne. So, ja, das geht doch. Das passt doch. Super. Okay. So, ich glaube, ich muss jetzt erstmal die Bremse drücken. Wo war jetzt nochmal Start? Ah, hier. Okay, perfekt. Oh. Aber es gibt auch Männer, die keine Ahnung haben. Okay, los geht's. Kennt ihr die, die nicht losfahren an der Ampel? Okay, Eva, ist das grün? Ja, warte. Was, warte? Hinter uns sind Autos. Los, fahr! Warum fährst du nicht? Ja, Mann, fahr mal jetzt. Ey, will der Penner mich komplett verarschen? Was denn? Was ruft der denn jetzt? Ja, geht, er wartet doch. Fahr. Ja, und? Er soll mich nicht anrufen. Ja, natürlich ruft er dich an. Nein, er soll warten. Bitte, fahr doch mal jetzt. Ey, gib mir noch 3 Sekunden. Was denn los mit dir? Warum geht denn 3 Sekunden? Weil er warten soll. Fahr doch einfach los. Ich kann nicht einfach losfahren, wenn der mich anruft. Hä? Was denn los? Sorry, Bruder, sie hat keine Ahnung, wie man fährt. Du sollst warten!
Dann gibt es noch den Schreihals. Seine Stimme ist tot, weil er die ganze Zeit schreit. Yo! War doch mal richtig! Meine Stimme ist weg wegen euch! Jedes Mal schreien, schreien, schreien! Hä? Er hupt mich an, obwohl er vorne ist! Ohne Sinn, ja! Der hat keine Ahnung vom Fahren! Hä? Ohne Sinn? Er blinkt nach links und biegt rechts ab! Ich hab gar keine Stimme mehr, weil ich mich ganz Zeit aufreg. Die Soundchecker. Oh, Bruder, ist das dein Auto? Ja, ist es. Geh mal kurz klar. Oh mein Gott, auf diesen Moment habe ich gewartet. Komm, hör an, hör an. Geh mal kurz klar, Bruder. Ja, guck. Geht an, ja? Ja. Nochmal. Dann gibt es noch den Beifahrer, der keinen Führerschein hat. Der kleine Fisch, der keinen Führerschein hat, aber trotzdem fährt. Los geht's, auf der Jagd nach Mädchen. Das ist ein Mädchen. Baklava, komm, wir drehen eine Runde. Ja. Das ist doch kein Spielzeug. Sag mal, wie alt bist du denn? 13. Komm, ich spring dich nach Hause. Komm her, komm, wir gehen. Und zum Schluss die Instagram Girls. Yeah, Mann. Jungs, könnt ihr bitte Bilder machen von mir und meinem Baby? Ja, natürlich, kein Aber Problem. Aber die müssen gut sein und viele. Okay, machen wir. Gut. Sehr schönes Auto. Okay, reicht es? Noch ein Foto. Okay. Warte. Hey, was ist das denn für eine Position? Was versuchst du da? Sieht so komisch aus. What the fuck? Egal. Ist gut? Ja, ist cool geworden. Okay. Ey, eine Frage. Ja? Es wäre echt lieb, wenn ich und mein kleiner Bruder auch einmal also Fotos machen könnten im Auto. Geht das? Ja, wir müssen aufpassen. Ja, okay. Das ist mein Schatz, ne? Okay, können wir auch nur ein Foto? Ja, nur ein Foto. Komm, schnell, setz dich rein. Oh mein Gott, das ist so ein cooles Auto. Ja, Mann. Oh mein Gott, kannst du... Es ist so cool, mach mal Foto. So Leute, das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ein fettes Dankeschön an Rent-A-Vision, dass sie uns dieses Auto zur Verfügung gestellt haben. Checkt die auf jeden Fall ab. Unten in der Videobeschreibung ist Rent-A-Vision verlinkt. Und danke auch an jeden, der mitgemacht hat. Und was soll ich noch sagen? Wollt ihr noch was sagen? Also ich habe nichts mehr zu sagen. Folgt mir gerne bei Instagram und bei TikTok. Folgt mir bei TikTok. Genau, und ciao, bis zum nächsten Mal. Geil. Ja. Was für Auto? Kann ich ein Foto machen? Lern mal erstmal Deutsch, bevor du ein Foto machen willst. Ey. Wie viel hast du dafür gezahlt? 140.000! 140.000? Ja, 140.000 Euro. 140.000 Euro für so ein scheiß Auto? Aber Digga, guck mal, ich sag dir noch was. Ein Liter Motor. Was ist das? Komm, sollst du schreien. Was denn das? Ja, schon direkt Rückenschmerzen, wenn ich hier einsteige. Wieso denn? Junge, weißt du, wie eng das hier ist, ja? Junge, du meckerst die ganze Zeit. Was willst du denn? Das ist ein Sportwagen. Was erwartest du? Was für Sportwagen, Junge? Diese Qualität ist richtig scheiße. Boah, jetzt bin ich noch auf der falschen Seite. Ey, scheiße. Okay, das... So. Das hätte ich auch geschafft. Hä?